Für eine tote Frau seid ihr bemerkenswert fröhlich. Ich könnte auch weniger fröhlich sein, wenn euch das lieber ist. Die Düsternis der tiefen Wege hat sich auf meine Seele gelegt. Die Welt ist tot. Mein Herz ist schwarz. Oh weh. Oh weh. Bleiben wir doch lieber bei fröhlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Dragon Age Origins und dem DLC Awakening und für mich eine neue Aufnahmesession nach etwas längerer Pause, denn die Folgen, ihr habt es ja mit Sicherheit mitbekommen, sind ein bisschen ausgefallen in der letzten Zeit, da ich komplett gesundheitlich flach lag und wirklich gar nicht zu einer Aufnahme kam. Ich musste wirklich mal komplett das Bett hüten und das habe ich auch getan, um endlich mal wieder fit zu werden und nicht nur so halb fit zu werden, wie ich es wohl in der letzten Zeit immer gemacht habe. Ich glaube, das war so ein bisschen der Fehler, dass ich immer sehr schnell wieder zur Tat geschritten bin, sozusagen. Deswegen habe ich mir jetzt mal komplett Auszeit gegönnt, um komplett zu genesen. Was jetzt endlich wieder der Fall ist, es ist 5 Uhr morgens gerade, ich bin voller Tatendrang. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier tun. Begeben wir uns in die dunklen Wege. Ich glaube, so war das irgendwie. Und wir hatten hier diese kleine Zwergin kennengelernt. Und irgendwas mit ihrem Clan hat es auf sich. Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst es mit Sicherheit noch. Wenn nicht, Hashtag Eigenwerbung. Guckt euch einfach mal die vorherigen Folgen an. Das sollte ich vielleicht auch gelegentlich mal machen, um wieder reinzukommen. Genau, ich glaube, wir haben unseren Orgren ausgetauscht, weil er uns ja nicht mehr ganz so wohl gesonnen war wie im Hauptspiel, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir müssten eigentlich Best Friends Forever sein. Sind wir offensichtlich nicht. Er ist ziemlich launisch geworden. Und genau, das Problem war, wir sind jetzt mit 3 Schurken unterwegs. Gut. Gut. Und ein Magier. Und hier glitzert etwas. Ein Langbogen der dunklen Brut. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, wir starten voll durch. Wo auch immer uns dieser Weg hinführt. Karl Hirol. Hallo Kater, der ist auch gerade unterwegs. 5 Uhr morgens. Kater ist auch gut drauf. Aussicht auf Karl Hirol. Waren das gerade... Ich habe doch richtig gesehen. Waren das gerade Stacheln? Was sind denn das hier schon wieder für Folterinstrumente? Ihr scheint diesen Kater wirklich zu mögen, Anders. Es ist eher so, dass er mich so gerne mag. So ist es doch, nicht wahr, Sir Naseweiß? Findet ihr diesen Namen nicht ein wenig albern? Wie soll ich ihn denn eurer Meinung nach nennen? Frederik? Gut, ich schätze, es gibt tatsächlich schlimmere Namen. Frederik? Ja. Schon irgendwie. Frederik? War das nicht so ein Ferkel? Ich glaube, aus meiner Kindheit kannte ich mal eine Sendung mit Ferkeln. Da hieß, glaube ich, eines Frederik. Ich bin mir nicht mehr sicher. Könnte sein. Aussicht auf Karl Hirol. Wie ihr meint. Ich weiß nicht viel über Karl Hirol, nur das, was mir Mitglieder der Legion erzählt haben. Die Festung war wohl eine Lehrstätte für die Schmiedekaste. Mit dem Fall der Festung ging vieles von dem verloren, was die Schmiede gelernt hatten. Sie haben seitdem nie wieder so etwas wie Karl Hirol erbaut. Okay. Und wie kommen wir da runter? Hier wahrscheinlich. Eieiei. Huch! Ich wollte gerade sagen, es bewegt sich. Das ist Yuka. Er ist verletzt. Schwer! Sigrun. Ja, ich bin es. Bleib ruhig und versuch nicht zu sprechen. Sieht nicht gut aus. Das weiß er wahrscheinlich selber. Wir müssen noch etwas tun können. Nein. Ich fühle meinen Tod kommen. Echt eine Befreiung. Nein, ich habe Verbände, ich kann helfen. Ihr müsst mir zuhören. Die Brutmütter, sie gebären. Nein. Ich habe eine Armee gesehen. Ihr müsst sie aufhalten. Aber seht euch vor den Kindern vor. Sie sind Abscheulichkeiten. Selbst für die dunkle Brut. Was? Was für Kinder? Wessen Kinder?
Vergebt mir. Oh nein. Die Ahnen wachen über dich, Bruder. Wir müssen die Arbeit der Legion beenden. Diese Brutmütter müssen vernichtet werden. Ja, allerdings. Aber könnt ihr euch noch erinnern an die letzte Brutmutter, der wir begegnet sind? Das war nicht so nett. Eigentlich, und vor allem, was mir nicht gefällt, ist Mehrzahl. Brutmütter. Eine hat mir schon gereicht. Und was heißt Kinder? Was für Kinder? Ich meine, dunkle Brut sind ja auch Kinder der Brutmütter. Was heißt Abscheulichkeiten selbst für dunkle Brut? Ja, Köpfen. Köpfen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Sollte ich euch gerade wieder anbrüllen? Ja, es liegt wahrscheinlich wieder daran, dass wir... dass die Musik hier so laut ist. Schön, hier tankt einfach jeder. Oh, was hat sie denn da? Ein Schild? Unser guter Anders ist gestorben, wollte ich sagen. Gestiegen. Was war das für ein cooles Schild? Sigrun? Oh, das sieht voll schön aus hier mit dem Wasser. Irgendwie. Ich mag ja, diejenigen, die mich kennen, vor allem von Skyrim, die wissen ja, ich bin ein totaler Grasfetischist, wobei das irgendwie falsch klingt. Ich mag gerne hohes, flauschiges Gras in Spielen und Wasser. Ich achte immer sehr, sehr viel auf Grastexturen und Wassertexturen und wenn das irgendwie nicht stimmt, dann werde ich meistens nicht warm mit einem Spiel. Und hier muss ich sagen, ja natürlich, es geht wesentlich besser. Man merkt auch schon, dass das Spiel ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber dafür muss man sagen, ich habe schon modernere Spiele gesehen, da sah das Wasser wesentlich katastrophaler aus. Ja, wir unterhalten uns hier gerade über Wassertexturen. Gelegentlich. Was war das? Was war das? Das sah nicht nach etwas aus, was wir schon kennen. Hinten ist wieder dunkle Brut. Was war das? Hallo? Könnt ihr jetzt zu uns kommen? Rein theoretisch. Betäuben. Weg mit dem. Warum brennen die? Hat Anders den schon eingeheizt? Ich meine... Zwei Nahkampfschurken ist an sich... Oh, sie kämpft mit Äxten. Mit einer Axt. Zwei Nahkampfschurken an sich ist gar nicht so verkehrt. Einer schlägt schon mal irgendwo in die Seite oder in den Rücken. Das ist schon ganz gut. Eine Tür, in die wir nicht rein können. Ausdauertrank. Bisher haben wir noch keinen gebraucht. Ich frage mich, ob wir das noch tun werden. Hatte ich den hier nicht gerade schon gelootet? Hallo? Ja. Kettenrüstung. Nichts Spezielles, deswegen nehmen wir sie auch nicht mit. Blockiert uns nur. Schwere zwergische Stiefel, metallener Großschild. Was ist denn das hier für lausiger Loot? Ich möchte wieder Edelsteinchen und Glitzerzeugs. Dinge, die man gut verkaufen kann. Und speichern sollte man. Ach so, und Anders sollte vielleicht auch mal steigen. Ja, rein theoretisch... zwei Punkte Magie, ein Punkt Willenskraft, sagt man immer. Aber wahrscheinlich muss ich mal zurücksetzen, um die Punkte selber zu verteilen, weil so ganz bin ich mir nicht sicher, ob das hier richtig ist. So, Kampfmagier, Hand des Winters. Der Kampfmagier setzt einen extremen Kältestoß frei, der Gegner in seiner Nähe Schaden zufügt. Wesen, die bei einer Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskraft scheitern, werden außerdem eingefroren. Ja, das war ja rein theoretisch ganz gut und rein theoretisch sollten wir den Kampfmagier auch machen, wenn wir ihn schon gelernt haben. Anders, toben Sie sich aus. Mit Eis. Was ist das? Ekelhaftes, riesenkakerlakenmäßiges. Also diese Wirbelsturmattacke gefällt mir mittlerweile mit am besten. Irgendwie. Bergkristall. Das klingt schon besser nach Glitzerzeugs, das wir verkaufen können. Uralte Stiefel. Die Lederriemen, die diese Stiefel zusammenhalten, sind zwar inzwischen brüchig, könnten aber leicht ersetzt werden.
So. Können wir also Sachen finden und dann wieder herstellen lassen von irgendwelchen Schmieden, die das können? Oder hat das vielleicht was mit ihr zu tun? Wir müssen schnell zuschlagen! Ja, das müssen wir. Es sind auch ziemlich viele gerade. So, immer schön den... Wow, Enders ist auf jeden Fall ganz gut. Ups, jetzt wollte ich schon Nathaniel angreifen, weil er so gegnermäßig aussieht. Oh, ihr geht's nicht so gut. Mädel, du hast aber ziemliche Ausdauerprobleme, möchte ich mal sagen. Irgendwie. Im Gegensatz zu uns. Ich weiß ja nicht, was die da alles zündet, was die da alles für Auren anwirft. Milok Alpha kriegt mit dem Duden Topaz. Ja, Edelsteinchen. Sollte ich mich vielleicht ein bisschen noch kränklich anhören oder so? Gelegentlich nach Luft schnappen, dann liegt das wirklich daran, dass ich morgens aufnehme und morgens habe ich immer so ein paar Luftprobleme, weil die Luft bei uns ziemlich schlecht ist, muss man sagen. Leider. Bisschen keine Sorge, ich bin nur halb am Ersticken. Sehr schön. Stein natürlich nicht, alles gut. Wetzstein, ein Wetzstein um Schwester. um Schwerter, Messer und Dolche zu schärfen. Ist das was für unsere Zwergin hier? Kann sie das? Ja, natürlich. Sie war ja von der Schmiedekaste, oder? Dann müsste sie sich doch darüber freuen. Können wir das... Ich meine, wir haben gerade gespeichert. Sigrun, warum ist sie verletzt? Abzug auf Geschicklichkeit. Ja, dann nimm doch mal eine Verletzungsausrüstung und... Was hat sie da eigentlich alles an? Kälteresistenz, Willenskraft, Konstitution, Geistresistenz. Kritischer Schaden durch hinterhältige Angriffe. Okay, ist nicht unbedingt das Schlechteste. Wetzstein. Oh, wie schön. Aber nur 5? Es geht doch besser. Sei dankbar! Uh-oh. Warum sieht das so nach Falle aus hier? Die Legion ist so weit gekommen, ohne auf Widerstand zu stoßen. Wir sind leichtsinnig und überheblich geworden und haben den Haupteingang über diese Treppe gestürmt. Es war katastrophal. Die dunkle Brut hat uns erwartet. Sie hat die alten Verteidigungsanlagen des Teigs gegen uns eingesetzt. Sprecht ihr von Fallen? Ja, aber nicht nur. Uralte Erfindungen der Zwerge, die von den Kreaturen eingesetzt wurden, die durch sie den Tod finden sollten. Wir müssen aus den Fehlern der Legion lernen und uns vom Haupttor fernhalten. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Die meisten der alten Zwergenfestungen hatten versteckte Nebeneingänge. Und ich wette, das ist hier nicht anders. Wir müssen sie nur finden. Ja, wie? Ich dachte, du kennst dich hier aus. Interessant. Ist das eine neue Art von dunkler Brut? Ich weiß nicht. Warum sollten wir plötzlich neuen Arten der dunklen Brut begegnen? Ich höre leider Enders nicht mehr, weil die Kinder. Aber das ist Ihre. Könnte mir bitte jemand helfen? Es ist ziemlich ekelhaft, was hier gerade passiert. Ich hoffe, es hat keine Larve in uns gesetzt. Wow, die vertragen ganz schön was. Großer Schild der dunklen Brut. Aber sie haben Edelsteinchen bei sich. Aber den Kodex-Eintrag möchte ich tatsächlich ganz gerne mal lesen, da ich wissen möchte, was es damit auf sich hat. Kreaturen, die Kinder. Die Kinder sind offenbar grauenhafte Mutationen der dunklen Brut, vor denen selbst Hurlocks, Scanlocks und Ogre die Flucht ergreifen. Diese Monstren beginnen ihre Existenz als Larven der Kinder, als Kreaturen, die sich wie Maden auf dem Boden winden. Da sie nur in diesem Entwicklungsstadium verwundbar sind, tut jeder, der diese Larven zerquetscht, der Welt einen Gefallen. Großartig. Verborgener Schalter. Kümmern wir uns gleich drum. Nachdem wir hier ein bisschen weiter geplündert haben. Und da sollten wir ja... Haupthalle, da sollten wir ja nicht lang gehen. Schwacher Wärmebalsam. Was ist denn, wenn wir jetzt da einfach so durchmarschieren würden?
Hinten ist auch noch eine Vase. Also sie hat ja gesagt, wir sollen nicht unbedingt den Haupteingang nehmen, sondern lieber nach einem Seitengang suchen. Wegen Fallen und so. Aber das Problem ist, ich bin aber neugierig. Sehr schön. Guck mal an, versteckter Schalter. Wie findig wir sind. Ich habe mal ein Gerücht in Umlauf gebracht, dass es im Turm Geheimgänge gibt. Die Templer haben ihre Nasen monatelang an die Mauern gedrückt. Das war fantastisch. Das ist gemein, Anders. Aber lustig. Warum ist hier nichts drin? Wir könnten hier rein theoretisch was reintun. Wir könnten hier rein theoretisch etwas reintun. Ich speichere mal kurz und ich tue da jetzt einfach mal rein theoretisch etwas rein. Kann ich nicht. Alles nehmen. Da ist nichts drin. Gut. Hätte ja sein können, dass man da was reinlegt und dann irgendwas Spezielles freischaltet. Hätte sein können. Aber dann vergesse ich immer wieder, dass man ja eigentlich bei Dragon Age nichts irgendwo reinlegen kann. Außer es ist wirklich questrelevant. Hallo, da drin ist ganz schön was los. Au. Wir gehen direkt mal zu dem Zauberer da. Das war knapp. So, den hätten wir. Dann kümmern wir uns um den Bogenschützen. Ihr macht das da hinten schon. So. Ach, da hinten ist noch einer. Ich zeige euch, warum Magier so gefürchtet sind. Ja, nun. Meistens liegt das daran, dass sie Blutmagie benutzen. Oder zumindest haben sie den Ruf, dass sie sehr häufig Blutmagie benutzen. Ich merke gerade, dass meine Animationsmod nicht funktioniert. Oder habe ich sie nicht installiert? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Falle entdeckt. Ja, das ist... Wir kümmern uns mal drum. So grob zumindest. Was ist das? Eine Falle? Ja, könnten wir jetzt bitte weitermachen? Habt ihr das da drüben? Ja. Wir entschärfen jetzt einfach mal schön. Natürlich! Denn es gibt ja immer schön. Wie ihr meint. Ippies. Haben wir doch mal. Ihr müsst euch vorsichtig bewegen. Ja, ich habe doch alles entschärft, soweit, glaube ich. Ach, hier ist noch was. Was ist das? Da auch noch. Eine Falle? Ja. Ganz einfach. Steingolem. Wie ihr meint. Geistscherbe. Entschuldigt, meine Stimme gibt gerade irgendwie ein bisschen nach. Muss an der Uhrzeit liegen. Sollte es so schlimm werden, keine Sorge, ich habe hier schön Tee mit Honig stehen. Kalhirol. Sind wir da nicht gerade hergekommen? Ich wollte gerade sagen. Falsche Richtung, oder? Sind wir von da oben gekommen? Wir sind von da oben gekommen. Gut, jetzt bin ich offiziell verwirrt. Sind wir nicht von hier oben gekommen? Ich hab's leider schon wieder vergessen. Ach nein, hier sind Gegner. Notiz an mich selbst. Als Wandverzierung ist Fleisch absolut ungeeignet. Findest du? Guckt nicht so grummelig. Niemand mag einen Miesepeter. Für eine tote Frau seid ihr bemerkenswert fröhlich. Ich könnte auch weniger fröhlich sein, wenn euch das lieber ist. Die Düsternis der tiefen Wege hat sich auf meine Seele gelegt. Die Welt ist tot. Mein Herz ist schwarz. Oh weh. Oh weh. Bleiben wir doch lieber bei fröhlich. Ja, besser ist das. Golem steht stumm an einer Stelle. Was ist das? Gesandter, ein Zauberer. Wir müssen gucken, dass wir da hochkommen. Das ist eine Art Falle. Was ist eine Art Falle? Wir rennen durch. Die anderen machen das schon. So, weg mit dem Magier. Ich meine,
Wir kommen hier schon ganz gut klar mit drei Gegnern, eigentlich. Also mache ich mir bei den anderen da jetzt auch mal nicht unbedingt Gedanken. Sehr schön. Sie sind zu dritt da lang gegangen. Zu viert mit dem Hund. Wir sind hier lang gegangen. Alles gut. Huch, da war eine Falle. Lass mich raten, die andere Falle habt ihr natürlich ausgelöst.